Willkommen Leute zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Ja, die Lage spitzt sich zu, könnte man sagen. Wir haben im letzten Part Zelda getroffen. Ja, das war aber nur ein recht kurzes Vergnügen, denn kurz darauf wurde sie nochmals von Ganondorf entführt. Ja, beziehungsweise nicht nochmal, sondern erstmals, denn wie wir wissen, hatte sie sich 7 Jahre lang als Sheik verkleidet und ist so seinen Clown entkommen. Bis jetzt. Ja, jetzt ist sie tatsächlich ein bisschen unvorsichtig geworden und das rächt sich natürlich sofort. Ja, selbstverständlich, denn Ganondorf ist allgegenwärtig anscheinend und weiß alles. Nee, der hat uns gestalkt, hat er erzählt. Der hat gesagt, ja, er hat uns die ganze Zeit gefolgt, jeden unserer Schritte beobachtet und nun... Nun haben wir ein kleines Problem, ne? An sich... Ja, Ganons Schloss. Gut. Ja. An sich kann er mit den zwei, Triforce-Teilen immer noch nicht viel anfangen, sondern er braucht noch unser drittes, aber... Ja, andererseits möchten wir natürlich selbstverständlich auch Zelda retten, von daher können wir das nicht einfach so stehen lassen, nein. Wir müssen Zelda ein für alle Mal retten. Nee. Obwohl es das Risiko birgt, dass Ganondorf die ganze Welt an sich reißt. Es ist jetzt nun mal so, wie es ist. So. Und die kann ich nicht kaputt machen, oder wie sieht's aus? Oder ich brauche den Hammer. Das wird's sein. Aber wieso sind hier so viele Steine? Die kann ich nicht zerstören? Verstehe ich nicht ganz. Das verstehe ich nicht ganz. Und das Ding, damit kann ich auch noch nichts machen, ne? Nee. Ich kann hier nichts tun. Fragezeichen, aha. Fragezeichen sind nie so gut. ich hätte auf die Zeit achten sollen. Ja. Ist auch egal. Wir werden jetzt den Dungeon anfangen. Ob wir ihn beenden? In den nächsten paar Parts? Ja, vermutlich schon. Wie kommen wir denn jetzt mal darüber? Das wäre mal ganz gut zu erfahren. Okay. Aaron, hörst du mich? Achso, hier spricht Rauru. Wir 6 Weisen sammeln unsere Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganons Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von 6 Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel und dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Ja, das ist der Plan, habe ich schon erwähnt. Hier bilden die Weisen hier nochmal eine tighte Brücke. Boah, die sieht wirklich geil aus. Obwohl, ja, es hält sich in Grenzen, ja. Das Erlebnis, eine solche Brücke zu sehen, hält sich tatsächlich in Grenzen. Kann man hier irgendwie außen noch was machen? Das wäre doch das ideale Versteck für irgendwas, ne? Seien wir ehrlich, das wäre so ein gutes Versteck. Ne, sieht aber nicht so aus, ne? Ich guck nochmal rechts nach, ja. Die Zeit nehme ich mir jetzt. Definitiv. Aber nein. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Wie viele Skulpturas haben wir? 52. Haben wir die für die 50 schon alles abgeholt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh Gott. Dann ein Schloss, okay. Wir haben noch nicht mal eine Standardkarte zur Verfügung, nee. Sondern dort unten stehen nur Fragezeichen. Normalerweise hat man ja auch ohne die Dungeon-Karte so einen kleinen Überblick. Aber... Oh Gott. Nein, ich wollte ihn nicht legen. Oh, das war dumm. Das war auch nicht beabsichtigt. So, endlich. Endlich. So. Hätte ich wahrscheinlich gar nicht besiegen müssen. Ich kann ja auch so durch. Aber gut. So, davon war vermutlich die Rede. Das hier wird geschützt. Ja, ich denke da mal, ich fange mal ganz links an. Da ist schon wieder dieses schwere Ding. Aber ich glaube, das können wir auch später dann beseitigen. So, ich gehe mal hier hoch. Ich möchte ganz links anfangen. Warum auch immer, aber ich finde... Boah, so kann ich mich halbwegs zurechtfinden. So, hier ist zwar nicht chronologisch die richtige Reihenfolge, denn das ist ja schon der Teil vom Schattentempel, denke ich. Denke ich jetzt einfach mal. Boah, das war ein geiler Snipe, ne? Das musst du zugeben. Das war ein geiler Snipe. Gibt's hier was mit dem Auge der Wahrheit? Würde jedenfalls zum Tempel passen. Dort muss man ja auch viel mit dem Auge der Wahrheit machen. Sieht aber nicht so aus, ne? So, ich möchte jetzt gerne mal hier Feuerfall machen und... Achso, ja, Auge der Wahrheit aus und Feuerfall an. Und das bringt tatsächlich... Warte, ich nehme die schönen Schuhe.
Das bringt tatsächlich hier... Warte, ich möchte aber die Truhe untersuchen. Das bringt tatsächlich hier einen Weg hin. Und es ist 5 Rubine. Ja, Mann. Cool. Geile Sache. Aber ich glaube schon... Kann man das doch irgendwie anders machen, außer mit Feuerfallen? Denn ich meine, man hat die ja nicht unbedingt, ne? Das war ja eigentlich immer bislang nur eine Hilfe. Ich hoffe, ich brauche die Eispfeile dann eigentlich auch nicht, aber ne. Hä? Wieso hat er jetzt nicht die Schuhe aktiviert, verdammte Scheiße? Verdammte Kacke. Aber die ich habe ja noch nie die Eispfeile geholt und ich habe das Spiel ja trotzdem durchgespielt. Von daher kann das an sich auch gar nicht so dringend notwendig sein. Nein, das Ding hat mich schon wieder. Fuck, ich hasse es. Das versuche ich immer zu umgehen, aber trotzdem. Schild und Rüstung wieder verloren. Ja, komm, schnell umbringen hier. Schnell. Ich sagte schnell. So, jetzt gib mir die Sachen wieder. So, Schild und Goronenrüstung. So. So, okay. Nein, das Grüne können wir ruhig anbehalten. Ich glaube nicht, dass wir verschiedene Gewänder tragen müssten in irgendeiner Weise. Aber ja, vielleicht werden wir ja noch überrascht. Glaube ich aber nicht. Ich will nochmal das Auge der Wahrheit raussuchen. Das habe ich jetzt ein bisschen blöd abgelegt. So. Da hinten ist tatsächlich was mit dem Auge der Wahrheit. Und hier soll ich so rüberkommen. Boah, ich dachte schon. Ich habe schon schwarz gesehen. Okay. Hier ist ein wunderschöner Weg. Da können wir jetzt auch mal ein bisschen gewagt darüber gehen mit den Schuhen. Oh, wieso? Wieso tue ich das mit dem auf den Slot mit den Schuhen? Ich verstehe mich manchmal selbst nicht so ganz. Ja, jetzt muss ich das wieder umtauschen. Aber ich brauche halt auch alle Slots irgendwie gerade in meinem Inventar. Jedenfalls werde ich das brauchen, denke ich. So, hier mal ein bisschen. Wow, wow. Ist das verschlossen? Ich weiß es nicht. Ich gehe auf jeden Fall zum Schalter. Oh, sag bloß, hier gibt es schon die ersten Fails. Ich glaube es nicht. Ah ja, das war ja anders. Das war ja anders. Komm, das war ein Treffer. Dun, 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 dun. Zack, 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 zack. Ach so, wir sind ja noch. Ah, okay, da waren noch Platten. Aber, ach komm, muss ich den Schalter denn aktivieren? Vermutlich nicht, ne, aber... Er gibt eine große Truhe. Okay, das ist geil. Das ist tatsächlich was Cooles. So, mach mal auf hier. Das wird wahrscheinlich aber nur der... Ja, die, vermutlich die Karte sein. Oder kann man den Kompass auch vor der Karte bekommen? Ich bin mir gerade da nicht sicher. Bin ich mir gerade ein bisschen... Oh! Ist das das Dungeon-Item? ETF. Okay. Habe ich auch nichts gegen. Ja, damit können wir eben diese großen Felsen zerstören. Also ja, was heißt Felsen? Diese Dinger, an denen ein Fragezeichen zu sehen war. Oh, ich zoome das jetzt einfach nochmal so an. Ach so. So soll man das machen, okay. Gut, ist mir jetzt auch egal. Hier sind wir auf jeden Fall am Ursprung des Strahls, den wir zerstören müssen. Und ich glaube, den müssen wir mit Lichtpfeilen zerstören. So, dann mal hier Lichtpfeile, Magiekosten hoch und bam, draufhalten. Ah, da ist Impa. Das Schattensiegel ist gebrochen. Bitte rette die Prinzessin. Okay, das erste Siegel gebrochen. Hat schon relativ lang gedauert, in meinen Augen. So. Na, da können wir jetzt auch mal gleich mit den nächsten weitermachen. Wir werden zwischendurch noch einmal rausgehen, denn ich möchte zu diesem Stein gehen, den wir vor dem Schloss gesehen haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir da irgendwas bekommen werden. Trotzdem machen wir jetzt erstmal hier normal weiter, ne? Ganz normal. Boah, es ist echt creepy hier. Extrem heiße Ritze. Wir brauchen doch unterschiedlichen Rüstungen. So, jetzt ziehe ich auch mal das hier an, sonst sinkt das Ganze. So, halte ich fest. In den Rubin! Oh. War das so schwer? Ich denke ja nicht.
So, einmal hier Rolle. Oh nein! Oh Gott. Okay, so sinkt das Mittelteil nicht. Das wusste ich noch. Habe ich ja auch gerade erwähnt. So, da ist bestimmt auch noch so einer dieser Rubine. Dieser wunderschönen Silberrubine, die uns einen Weg öffnen werden. Zack. Super. Ja, wir haben ja genügend Zeit, um uns umzusehen. Brauchen uns hier gar keine Hektik machen. Da ist eins dieser Dinger, die wir jetzt beseitigen können. Ja. Zack. Ich glaube, wir haben sogar die perfekte Reihenfolge jetzt genommen. Ja. Das ist ja eigentlich perfekt, wenn man das Dungeon-Item hier sofort vorfindet. Dann kann man die anderen Räume auch ohne Probleme machen. Okay, das ist unbedingt notwendig, ja. Also schön, wie wir das zufällig gemacht haben. Ja, so, die zwei Rubine noch. Ist da sonst noch einer da hinten vielleicht? Nee, sieht nicht so aus. So, den will ich jetzt mal umgehen. So, zack, und wir haben alles, super. Super, dann schnell wieder zurück. Oh. Ach, ich glaube es nicht, aber wir haben doch jetzt die Rubine gesammelt, ne? Ja, das ist safe. Super. Gut, ansonsten fände ich es jetzt auch ein bisschen scheiße, muss ich gestehen. Kann man wahrscheinlich nachvollziehen. Einmal hier rüber. Zack. Und das war anscheinend schon das Feuersiegel, das wir hier gebrochen haben. So, einmal das. Immer mal so ein bisschen in den Ecken gucken, vielleicht ein paar Herzen auffüllen. Kann nicht schlecht sein. So, der Feuerweise, das war auch unser Blutsbruder. Der Blutsbruder. Das Feuersiegel ist gebrochen. Beeil dich, Bruder. Okay. Das werde ich. Zack. Wieder hier ein paar Stufen zurück. Ich find's krass, wie wir auf einmal so schnell mit dem Spiel vorankommen, ne? Wir waren ja gerade noch im Wüstentempel. Ja, okay, für mich kann es auch sein, dass es mir nur so vorkommt, weil ich das am Stück aufnehme. Wird wahrscheinlich so sein, aber. Oh, wir kommen schon voran, das kann man nicht leugnen. So, jetzt können wir das hier auch mal ausheben. Da ist auch ein Siegel hinter, oder? Ja, doch. Zack. Boah, ja, jetzt sind wir richtig heftig, ne? Voll stark und so. Ja, was wir damit sonst noch alles machen könnten. Nicht vorzustellen. Was könnte man denn mit so viel Kraft machen? Hä, wieso? Da sind Fledermäuse. Was macht das? Boah, das mich erschreckt. Ich habe mich gerade schon gewundert, wie kann ich die Truhe anvisieren. Aber da musste ja irgendwas mit dem Auge der Wahrheit sein. War ja logisch. Okay, jetzt haben wir die schon mal alle getötet. Sag bloß, jetzt kriegen wir dafür schon den Schlüssel. Hätte ich nichts gegen. Ja, tatsächlich. Heißt also, wir könnten weiter. Aber ihr kennt mich, ja? Ich will es ja untersuchen, ne? Auch wenn wir jetzt ein paar Mal wahrscheinlich geownt werden. Vielleicht bekommen wir auch was Nützliches mit. So, das ist jetzt auch alles andere als schlimm. So, zerbricht wieder. Hat uns zwar ein Herz Schaden gemacht, aber das werden wir schon überleben. Dafür kriegen wir das hier wieder aufgefüllt. Ja, das war auch klar. Ich wette, jetzt bekomme ich noch einmal was Positives und werde noch einmal verheißt. Ja, ich weiß nicht, das wäre irgendwie typisch. Ja, da haben wir schon mal das Positive und jetzt verheißen, ne? Jetzt nochmal. Ja, ich wusste es. Ich kenne auch die Entwickler hier. So. Einmal hier durch. Was war das nochmal? Das war Licht, ne? Ich kann mir jetzt gar nichts unter Licht vorstellen, außer vielleicht Kerzen. Und den vierten Schlüssel, hä? Ach so, wahrscheinlich. Ah! Wir wollen das Lied spielen. Das kann man auch nur mit dem Auge der Wahrheit herausfinden. So, ja, das braucht eine Truhe. Ich hab's erwartet. Boah, tut mir jetzt ein bisschen leid, dass ich gerade so heiser bin, ne? Aber es ist bei mir so, wenn ich ein paar Parts hintereinander aufnehme, dann kriege ich diese Eisernheit. Und das ist zeitbegrenzt hier. Was soll der Scheiß? Aber ich kann dagegen auch nichts machen. Und ich möchte jetzt auch jetzt schon mal, weil ich weiß, dass ich in der Schulzeit nicht so viel Zeit haben werde, ist ja logisch, ein bisschen was im Voraus aufnehmen. Wie komme ich da oben eigentlich hoch? Ja, so, war klar. Und ja,
Daher ist es eigentlich schon relativ notwendig, dass ich das so mache. Muss ich da rein oder kann ich daher? Jetzt noch einmal rum. Moment, sich ganz sicher. Aber ich glaube, mit dem Zeichen hier rüber müssen wir hin. Da, ja, das war richtig. Da müssen wir hin, aber... Oh, hier ist eine Hand. Eine blöde Hand. Zack. Und die ist auch gleich mal wieder tot. So, wieso ist das hier Siegel nicht da? Ganz einfach. Wow, wir können hier durch. Ja, das mit dem Licht soll wohl an diesen einen Dungeon erinnern, bei dem man oft und lange mit dem Auge der Wahrheit rumdackeln musste. Aber okay. Gut. Haben wir das Siegel auch gebrochen? Hätten wir das hier auch geschafft. Das Lichtsiegel ist gebrochen. Schnell jetzt. Schnell jetzt? Müssen wir uns beeilen? Ich weiß ja nicht. An sich haben wir ja alle Zeit der Welt, ne? Der Gandalf kann ja in der Zwischenzeit auch nicht viel machen, ne? Der hat ja nur 2 Triforce-Teile. Wobei man sagen muss, auch ohne die Triforce-Teile hat er viel Schaden angerichtet. Und jetzt wurde wieder meine Virendatenbank aktualisiert, wie sie immer so lautstark angibt. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört. Letztes Mal habt ihr es übrigens nicht gehört, aber daher müsstet ihr das jetzt eigentlich auch nicht hören. Aber es ist auch wieder unlogisch, weil Fraps doch immer den ganzen PC-Sound aufnimmt. Ich verstehe die Welt nicht ganz. Oh, das sind echte. Super. Ah, ich glaube, die soll man so ein bisschen zurückschieben, damit man es hier einfacher hat. Mit dem Durchkommen. Das ist hier auch nötig, ja. Das ist hier auf jeden Fall zwingend nötig, da bin ich mir relativ sicher. Denn sonst wird man ja 100% erwischt, ne? Da wird man 100%ig erwischt. Ich mal, guckt euch das mal an. Oder sollen wir es mal so probieren? Nee, keine Chance. Keine Chance. Und da? Hochziehen oder wie? Ja. Das ist meistens so bei Dingern in der Luft, ne? Aber wie soll man da auch anders drankommen? Wie soll man das... Ah, Moment, ich bin falsch. Wie soll man das bewerkstelligen? Ja, das war jetzt schlau, da durchzurennen. Definitiv. So, was haben wir hier? Ein Schalter mit einer Truhe und Gegner. Den Schalter habe ich übrigens so aus Versehen aktiviert. So, was sagt uns Navi eigentlich? Achso. Ich hatte ihn ja noch anvisiert, habe ich jetzt gar nicht bemerkt. So, auf jeden Fall mal hier Truhe aufmachen. Und Krabbelminen. Ja, ich glaube, an der Stelle brauchen wir die auch. Denn seht euch das mal an. Wir müssen damit, glaube ich, wieder den nächsten Schalter aktivieren. So, 36 haben wir. Finde ich eigentlich relativ nett, dass man hier noch welche bekommt. So, das passt? Ja, das passt. First try, juhu, ich bin ein Pro. Ein Pro, wie er im Lehrbuch steht. So, jetzt müssten wir doch eigentlich... Moment mal. Das erinnert mich an den ersten Dungeon. Eigentlich müssten wir doch jetzt gleich da sein, ne? Aber ich glaube, wir müssen das Ding da aufmachen. Ja. Ach so, ganz klar. Ich habe die Sonne gerade nicht gesehen, ja. Ich habe die Sonne nicht gesehen. Das war schon mal falsch. Kommen jetzt Gegner oder was? Boah, die Hand. Ich hasse dich, Hand. Zack. Aber das ist die schwache Hand. Ja, jeder hat eine schwache und eine starke Hand. Das war die schwache. Das war auch falsch. Noch eine Hand. Die kommt wohl nur noch runter. Oh nein, jetzt ist sie wieder oben. Das heißt, sie kommt gleich wieder runter, oder? Naja, in der Zeit mache ich das mal auf. Das war auch falsch. Ganz klar. Geh weg. Wir wollen nämlich wieder an den Anfang vom Dungeon zurück. So, und das hier. Die letzte Möglichkeit natürlich. Typisch. Gut, nehmen wir das noch eben mit. Und dann hätten wir das hier auch erledigt. Noch eben. Nein, das wollte ich nicht. Hier. Ah, immer das Switchen zwischen den Pfeilen. So, aber wir bekommen auch genug Energie. Zack. Also Magie meine ich damit. Das ist Naboru, ne? Das Geistersiegel ist gebrochen. Streng dich an, Kleiner. Wie die uns einfach nur immer kleiner nennt, ne? Immer sind wir der Kleine. Gut. Oh, ich sitze mal wieder total unbequem, aber ich denke, das soll es jetzt erstmal gewesen sein, ja.
Wir haben ja jetzt die Hälfte schon geschafft. Ne? Die Hälfte des Siegels haben wir gebrochen. Dann werden wir im nächsten Part die andere Hälfte machen. Und darauf dann auch den Boss. Ja. Ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sehen uns dann auf jeden Fall und ciao.